предложение за предложением и в конце зачитываю текст еще раз, дабы вы уже нашли свои орехи и ошибки, если таковые были. Понятно? Понятно. Слушаем внимательно. Fußball ist eine der beliebteste Sport der Welt. Menschen aus verschiedenen Ländern haben oft Probleme, miteinander zu sprechen. Wenn es aber um Fußball geht, finden sie ganz schnell eine gemeinsame Sprache. Ein dramatisches Spiel zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland ging in die Geschichte ein. Das Spiel fand am 21. August 1955 statt. Das Dynamo-Stadion war voll. Die deutsche Mannschaft wurde von den sowjetischen Zuschauern herzlich empfangen. Motto war, dass also Deutsch schreiben soll, dass ein also unser Bestandteil, ja, unseres Verfahrens sein und also aus einfacher Notwendigkeit richtig zu schreiben, ist es schrittweise ins ein Motto gegangen. Das ist eine prima, eine tolle Freizeitgestaltung vielleicht. Den ganzen Satz. Denn wer kann sich schon an Fußballspiele ohne Fans vorstellen? Man sagt, dass man Fans in verschiedene Kategorien